diesem Zeitpunkt sicherlich die Paarung Munster und Lux mit ihrem kleinen Opel Corsa, die dann aber etwas zu schnell waren, ihr Auto aufs Dach legen und das, den kleinen Opel in einen niedlichen Pickup verwandeln. Wir sehen den Abflug hier nochmal. Eine klassische Flugrolle in den Graben. Endet auf der Seite, aber kann wieder auf die Räder gestellt werden und erstaunlicherweise fährt weiter. Und sowas ist natürlich das, was die Fans unbedingt sehen wollen. Sie haben ihn gleich doppelt ins Herz geschlossen. Die eigentlich sehr stark eingeschätzte ausländische Armada lebt hier in Ypern im Jahr 91 ein wirkliches Waterloo, denn auf den ersten 7 Plätzen im Ziel nur einheimische Piloten. 10 Jahre lang fuhr Patrick Snyers vergeblich einem Sieg bei dieser Top-Veranstaltung hinterher. Diesmal klappt es.